Eitel, die brennt, die Frage, die am meisten brennt, ist wahrscheinlich die, warum es oder wie es zum Spielabbruch kam. Wie war das aus Ihrer Sicht? Was wissen Sie? Was können Sie uns sagen? Jetzt im Nachgang haben wir erfahren, dass es dann über das gesamte Spiel hinweg Diskussionen und Dispute zwischen Linienrichter und unseren Fangruppen gab. Was ich vermisst habe, diesbezüglich die Informationen vom Linienrichter und auch vom Schiedsrichter zu unserem Kapitän oder zu mir auch als Trainer, dass wir hätten vielleicht deeskalieren, damit eingreifen können, ja, dass die Situation sich dann so weit zugespitzt hat, dass anscheinend, ja, das wurde ja von unseren Fanseite entsprechend damit geleugnet, dass anscheinend die Haselnuss Richtung Linienrichter geflogen ist und ihn am Kopf getroffen hat, zumindest oder an der Wange getroffen hat. Auf diese Aktion hat der Schiedsrichter dann das Spiel abgebrochen und hat dann im Nachgang auch in der Kabine auch erzählt, beziehungsweise auch mitgeteilt, dass sich der Linienrichter nicht mehr traut, zu den Fans auch mit rauszugehen. Ich habe ihm angeboten, dass wir die Fans dann entsprechend aus dem Stadion entfernen, beziehungsweise auch komplett aus dem Gelände dann auch ja, entfernen. Das Angebot hat er nicht angenommen, weil er gesagt hat, trotz allem möchte der Linienrichter mit nicht mehr nach draußen gehen und entsprechend wurde das Spiel abgebrochen. Wenn es so stimmt, wie alles berichtet wird, also das, was geflogen ist, dass er getroffen wurde, dass er beschimpft wurde, halten Sie das dann für angemessen, den Spielabbruch? Ja, ich glaube, dann wird es, wenn das dann Haus und Hof oder die Methode Haus und Hof nimmt, dass man dann immer wieder bei Rückstand irgendwelche Sachen Richtung Linienrichter werfen, in Anführungszeichen, um dann den Spielabbruch zu provozieren, muss man sich schon Gedanken machen, ob das, sage ich mal, vielleicht hier ein Tick weit übertrieben ist. Aber nochmal, eine Wertung hier aus der Emotion raus. Ich bin auch etwas sauer, erstens auf unsere Fans, beziehungsweise auf die Entwicklung selber, dass man hier nach einem klassischen Spiel, 4-2 führend, vielleicht ohne zu wissen, wie die Punkte verteilt werden, wieder heimfahren, sollen wir zumindest erstmal drüber schlafen, die Emotionen mal mit draußen lassen, die Sachen immer sachlich analysieren und zusammenschreiben und dann gehe ich mal davon aus, dass das Sportgericht dann eine gerechte und eine richtige Entscheidung auch mal treffen wird. Wie sehen Sie das Verhalten des Heimvereins also in dieser Sache, wie bewerten Sie es da? Gut, das ist genau dasselbe, weil wenn dann der Schiedsrichter zu uns kommt und sagt, hier gibt es irgendwie Dispute und hier bauscht sich was auf, ja, das wäre die Information für uns gewesen, deeskalierend auf unseren Fans mit einzugreifen, sage ich aber auch, der Heimatverein steht in der Verantwortung, Spieler und Offizielle auch zu schützen, das ist in diesem Fall nicht passiert. Es war auch kein Ordner drüben auf der anderen Seite, um dort auch mit einzugreifen und auch Präsenz zu zeigen. Da hätte ich mir nochmal auch gewünscht vom Schiedsrichter, dass er dann entsprechend auf beide Seiten einmal zugeht, in der Hoffnung, dass man das Spiel die letzte Viertelstunde über die Bühne bekommt. Und zwar so, dass wir, ich sage mal, gesund auch wieder nach Hause gehen. Trotz allem, und das ist da füge ich auch am Ende auch mit zu, wenn es dann so ist, dass dann eine Nuss Richtung Schiedsrichter fliegt, das geht gar nicht. Ja, ob man vorne ist oder hinten ist, distanziere ich mich auch da davon, von diesen Fans. Ja, das sind keine Fans von uns. Wer sich so feindschädigend verhält, der hat hier keine Berechtigung, beim FV Ravensburg in irgendeiner Form Funktion oder auch teilweise als Supporter damit unterwegs zu sein. Das geht gar nicht. Was können Sie uns zum Spiel selbst sagen? Ja. Schwierig jetzt gerade, ja, aus der Emotion raus. Die Jungs haben es überragend gemacht, das, was wir uns vorgenommen haben, auf diesem kleinen Platz, gegen diesen schwierigen Gegner auch. Spielberg steht da aus meiner Sicht zu Unrecht da hinten drin. Was sie für Qualität haben, haben sie auch zweite Halbzeit auch gezeigt, wo sie dann wieder zum 3-2 mit rangekommen sind. Haben sie es richtig gut gemacht. Ja? Also vor allem denke ich, dass wir vor allem erste Halbzeit klar besser waren in allen Belangen, haben keine Chance aus dem Spiel raus zugelassen, haben zwei klasse Tore auch mit rausgespielt, beziehungsweise auch mit provoziert. Deswegen, bis auf das dritte Tor, was noch gefehlt hat, war das wirklich eine richtig gelungene erste Halbzeit. Machen dann direkt nach der Halbzeit das 3-0. Ja, da haben wir schon gedacht, da ist der Deckel drauf. Und nochmal, und dann zeigt auch Spielberg ihre Mentalität und ihre Qualität, dass sie dann nochmal zurückkommen. Und dass wir dann nochmal nach dem 3-2 die richtige Antwort finden zum 4-2, war natürlich einfach überragend, was die Jungs dann sportlich abgeliefert haben. Und dass wir dann am Ende jetzt nicht wissend ohne die drei Punkte mit heimfahren, bringt uns die gute Leistung nichts, weil am Ende spielen wir um die Punkte. Und da ist jetzt erstmal noch alles offen, was dann am Ende bei rauskommt.